Gut, das bringt recht wenig. Von wo kommen die denn alle? Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Irgendwas muss sich ja geöffnet haben hier. Hä? Aber hier kommen wir ja nicht rein. Es lockt irgendwie hier hoch oder so vielleicht? Ah, guck mal. So, ich meine, sowas sieht man ja nicht gleich, ne? Sowas sieht man einfach nicht gleich. Da muss man genau hingucken. Hallo? Also. Warum machen die immer diese Rollen? Und warum ist er schon wieder da? Ja, ich glaube so 15 oder 16 oder 17, 18 Level, irgendwie so. In dem Dreh gibt es, glaube ich. Und wir sind jetzt bei, ich habe keine Ahnung, 5 oder 6? Ich weiß es gar nicht. Oh. Das tut mir leid. Ich hoffe, das verzeihst du mir, mein Freund. Er steht auch so, als hätte er eine Waffe, ne? Gut, hier geht's auch nicht weiter. Können wir das jetzt vielleicht von hier aufmachen? Sehr gut. Kann man jetzt hier vielleicht auch was anderes aufmachen? Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier rein muss, aber... Lässt sich nicht aufmachen, ne? Aber gut, vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was ich übersehen habe. Das kann man nicht kaputt machen. So, oben. Gucken wir gleich nochmal. Ah, okay. Stehe. Okay, die wollten wieder Rollen machen. Okay. Gut, wenigstens sind wir jetzt in der Tür drin. Da, wo wir rein wollten. Wo ich mir schon gedacht habe, dass es auch genau da weitergeht. Oh. Das ist ein Zivilist und da hinten lebt noch. Das kann man auch kaputt schießen. Irgendeiner schießt noch auf uns. Von oben? Ne, von da. So, ich save das Ganze nochmal. Also richtig präzise sind die Waffen nicht, ne? Muss man schon sagen. So, aber wir haben wieder Desert Eagle. Gut, hier kommen wir auch nicht rein. Aber jetzt ist aufgegangen. Irgendwas ist da auf jeden Fall. So, den haben wir auch noch lang gemacht. So, ich meine, guck mal auf unser Leben. So viel haben wir auf jeden Fall nicht. Weil die Leute treffen ja nicht. Ist halt wirklich nur ein Shooter, ne? Muss man einfach sagen. Ist einfach nur ein Shooter, aber es macht halt Laune. Ein bisschen auf die Leute zu schießen. Es bringt schon Spaß. Okay, da ist wieder der Kollege hier. Okay, wir stellen uns mal am besten so hin. Dass der uns nicht direkt mit den Granaten trifft. Mit dem Raketen meine ich. Granaten haben wir. Da brauchen wir
braucht ewig, ne, für so einen Typen. Als wenn die Schüsse, als wenn man den gar nicht treffen würde. So, jetzt haben wir derbe wenig Leben. Aber kein Problem. Das kriegen wir hin. So, wir haben wieder nur noch einen Schuss. Wir können auch die Waffe eigentlich nehmen, ne? Ganz normale Glock. Auch die wird reichen. So. Am besten ist einfach die Maschinenpistole, ne? Alles klar. So, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Das ist wieder der Raketenmann. Einfach drei Granaten rein. So, den haben wir auch. C4. Es gibt halt auch immer nur so eine dicken Schalter, ne? Ja gut, das war früher einfach so, ne? Das war früher einfach so. You scared the crap out of me, Hawk. Enjoy the trip? It was long. Lightfoot is on a truck just inside the bunker. All right, see you on the inside. Alles klar. So, einfach hier mal durch. Ah, die Schalter sind immer riesig, ne? Da ist einer. Da ist einer. Und wo noch? Keine Ahnung. So, hier sieht das aus, als wenn man das drehen kann. Hier sieht das aus, als wenn man das drehen kann. Die kann nix. So. Kann man hier durch? Nee. Okay. Ich glaube, da oben war auch einer, ne? Das Spiel ist halt auch ein bisschen älter, ne? Wie gesagt, kann man dem Spiel einfach nicht übel nehmen, weil es einfach, ja, die meisten Spiele waren damals so, ne? Dass sie sehr schlauchig waren. Ich speichere das Ganze hier nochmal. Und dass die Leute natürlich auch nicht viel gemacht haben, also die KI dementsprechend nicht krass war. So, da oben ist unser Freund mit dem Raketenwerfer wieder. Weichen einmal aus. So, dann schmeißen wir zwei Granaten rein, weichen wieder hin und her aus. So, und das ist auch schon vorbei da oben. In dem Spiel ging es eigentlich auch nur darum, ja, brutal zu sein, ne? Das Spiel sollte nur ein bisschen brutal sein. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es ein Erfolg war. Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass es recht krass war von der Brutalität, dass es dafür auch in den Schlagzeilen stand.
Aber ob das jetzt wirklich ein Erfolg war, ich meine, die haben 3 Teile gemacht. Könnte gut sein, ne? Obwohl man sagen muss, der 3. Teil ist wirklich sehr low-budget gemacht. Der ist zwar auch brutal, man kann alles wegschießen, aber es ist halt sehr, ja... Ich glaube, das war auch kein Vollpreistitel. Die anderen glaube ich schon, aber der nicht. Aber kann auch sein, dass ich mich irre, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte das auf Xbox 360 oder so und das kam nur 20 Euro. Oder 30 oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist auch ewig her, ne? Ich weiß gar nicht, welche Xbox es jetzt schon gibt. Xbox One oder so. One X, One S. Vielleicht gibt es auch schon eine neue. Xbox habe ich eigentlich gar nichts am Hut. Okay, das scheint ihn gar nicht zu interessieren. Dann halt noch 2 Granaten und C4. Was hat ihn aus den Latschen gehauen? Und man kann halt gar nichts tun, ne? Wäre mir neu, dass so welche Leute in Bagdad rumlaufen. Aber gut. Warum auch nicht? So, er tut uns nichts. Ja, ich bin eher PlayStation-Spieler. Ich weiß gar nicht, die Xbox ist ja genauso gut eigentlich wie die PlayStation 5, ne? Oder besser vielleicht sogar, keine Ahnung. Aber ich war immer schon PlayStation-Spieler, so. Und deswegen... Keine Ahnung. Gibt es überhaupt auf Xbox irgendwelche exklusiven Titel, außer irgendwelches, weiß nicht, Forza oder so? Keine Ahnung. Wie gesagt, so viel spiele ich nicht. Die meisten Titel sind sogar noch eingepackt bei mir. Und deswegen... Immer wenn ich mal Zeit und Lust habe, kann man da mal spielen. Ja, zu den anderen Titeln bin ich noch einfach gar nicht gekommen, ne? Find the controls to raise the bridge. Okay. They're fried. I'll try from down here. Okay, was macht er jetzt da? Aber was ich krass finde, ist, dass die PlayStation 5 Spiele jetzt schon fast 80 Euro kosten. Ja, und was war das jetzt für eine Aktion? Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall finde ich es krass, dass die Spiele wirklich schon knapp 80 Euro kosten. 79, 69, natürlich gibt es auch billigere. Aber die neuen Spiele kosten immer so um die 75 Euro oder so. Finde ich schon relativ teuer dafür, dass es einfach nur ein Spiel ist. Ich meine, kann man sich leisten, ne? Kann man sich leisten, aber... dass sie das so angehoben haben, finde ich schon ziemlich krass. Aber gut, ist ganz normal, ne? Gewinnorientiert müssen die natürlich auch sein. Jedes Geschäft. Und deswegen gut. Aber trotzdem, finde ich ein bisschen frech, dass sie das so angehoben haben. Aber es war klar, ne? Die nächste Generation wird dann wahrscheinlich noch teurer sein. Gut. Dafür sind die meisten Spieler auch ganz gut, ne? So, er ist da reingelaufen, das heißt... Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Sehr gut. Sonst würde er uns ansaugen, ne? Dann wären wir tot. Aber vielleicht können wir das auch kaputt machen, ne? Hat er irgendwas gesagt?